Felix aus Dessau hat Streit mit seinem Kumpel Mike, denn dieser ist schrecklich verliebt in seine Schwester Esther. Als Felix losfährt, kommt Mike um die Ecke und versucht ihn umzufahren. Danach fährt er weiter. Kurze Zeit später kommt der Krankenwagen und fährt Felix ins Krankenhaus. Im Klinikum kommt der Chefarzt Dr. Karl-Heinz Fleischhauer und fragt Felix, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Felix beschreibt den Unfall und das Fahrzeug. Die Polizei nimmt die Fahndung auf. Weil der Täter meist den Tatort nochmal aufsucht, wartet der Polizist in der Nähe. Bei der Gegenüberstellung erkennt Felix seinen Kumpel und der geht sogleich ins Gefängnis. Und die Moral von der Geschichte: Überfahr kein Menschen. Das ist ein Film von Flori, Kevin, Kalle.